Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Set von Tsingbao. Und zwar ist es das Offroad Adventure Supercar. Es ist ab 6 plus geeignet, laut Tsingbao. Und hat die Setnummer XB03026. 529 Teile sind in dem Set. Und wir haben hier eine Lenkung und eine Federung mit drin. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für den Kamerawinkel. Das ist jetzt nicht das schönste Bild, deshalb bringen wir dann auch die Box so schnell wie es geht einfach hinter uns. Das Problem ist, die Box ist riesig für 529 Teile. Allein, wenn ich jetzt mal an der Box ein bisschen schüttel, merkt ihr auch, was das für eine Luftnummer ist. Also wenn wir das Ding dann aufmachen, werden wir sehen, dass höchstwahrscheinlich die Hälfte der Box absolut Luft ist. Ansonsten haben wir auf der Box hier oben so einen Tragegriff, was ich ganz cool finde. Haben wir nochmal ein Tsingbao-Logo, haben wir nochmal die Reifen abgebildet. Und sonst gibt es jetzt nichts allzu Spannendes auf der Box. Es steht halt überall auf den Seiten nochmal der Setname und die Teilenummer. Und ansonsten haben wir hinten nochmal das Fahrzeug abgebildet. Und ansonsten haben wir noch ein paar Funktionen erklärt. Man kann eben lenken, die Fahrerkabine kann eben so mitschwingen. Das kennt ihr ja dann wahrscheinlich von den echten Vorbildern. Dass die Fahrerkabinen eben so ein bisschen gefedert gelagert sind und bei Bodenwellen dann eben mitschwingen. Dann kann man das Dach öffnen, man kann hinten die Ladefläche öffnen und man hat generell eine Federung. Ich habe mich schon mal ein bisschen vorher informiert. Hier wird die Federung wohl mit solchen Gummibändern gebaut. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dann hier gemacht wird. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal die Box auf und wir gucken uns zusammen die Anleitung und die Teile an. Und die meisten sollten ja Tsingbao-Boxen kennen, die ist wieder ganz typisch aufgebaut. Also man hat oben so eine Klebemarke, wenn man die durchschneidet, macht man es auf und hat im Karton nochmal so einen Umkarton. Alleine der bedingt natürlich schon sehr viel Luftigkeit, wenn wir die Ränder hier in jeder Seite mal abrechnen vom Karton. Und dann schauen wir uns das mal an und wenn wir die Anleitung rausnehmen, sehen wir, die Hälfte von der Box ist nicht befüllt. Also das hätte man schon ein bisschen eleganter lösen können. Auch mit der Anleitung wäre da noch genug Platz gewesen, um den Karton locker zu halbieren. Aber wir wissen ja alle, wie das ist. Große Boxen symbolisieren Mächtigkeit und verkaufen sich super gut. Ob das jetzt wirklich das Konzept ist, was sein muss und aus Verbrauchersicht so freundlich ist, lasse ich jetzt einfach mal im Raum so stehen. Insgesamt haben wir 10 Tüten, davon sind einige kleinere Tüten, ich gehe mal davon aus, wir haben auch Bauabschnitte, weil die hier eben markiert sind mit zum Beispiel hier nur 2 und hier nur 1. Ansonsten über die Teilequalität und Farbtreue reden wir ja immer dann, wenn es soweit ist und das ist während des Baus. Das wirklich Interessante ist jetzt erstmal die Anleitung. Lustigerweise haben wir da einen Sticker drauf, Minifigures not included. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, ob da überhaupt eine Minifigur mit dabei gewesen wäre. Ich habe jetzt auch auf den Werbebildern nie eine gesehen und auf der Box und auf der Anleitung ist ja sonst auch keine zu sehen. Aber wenn hier wirklich eine entnommen wurde, wäre das natürlich auch ganz nett, wenn das der Verkäufer so in die Anzeige schreiben würde. Machen sie halt leider meistens nicht. Ansonsten verstehe ich natürlich das ganze Problem, warum Minifiguren entnommen werden. Das ist aber ein Thema für sich, über das wir hier gar nicht mal reden. Ansonsten, die Anleitung ist klammergebunden und macht einen hochwertigen Eindruck. Hinten haben wir nochmal die Funktion so abgebildet wie auf der Box. Und das Papier ist wirklich gut, also das ist ein sehr dickes Papier. Die Druckqualität könnte nur ein bisschen schöner sein. Also ich finde, die Drucke sind ganz schön blass geraten. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass das jetzt nicht so ein Hochglanzpapier ist, sondern eher ein matteres Papier. Die Darstellungen finde ich aber sehr, sehr schön. Und wenn die Anleitung jetzt an und für sich fehlerfrei ist, wird sich danach sehr, sehr gut bauen lassen. Insgesamt haben wir 45 Seiten und es werden tatsächlich auch 2 Minifiguren scheinbar enthalten gewesen, wovon wir hier nochmal die Explosionszeichnungen haben. Und hier haben wir eben nochmal das fertige Set präsentiert. Also die Anleitung gefällt mir wirklich bis hierhin sehr gut. Aber ich würde sagen, es wurde schon wieder viel zu viel gelabert. Ich mache die Tüten jetzt auf und fange an zu bauen. Und wir werden uns höchstwahrscheinlich nach dem ersten Bauabschnitt wiedersehen, was ja ungefähr 250 Teile sein müssten. Und dann reden wir mal über die Teilequalität und so weiter und so fort. Viel Spaß! Und ich bin jetzt fertig mit Bauschritt Nummer 1. 21 und ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind. Also ich weiß nicht, wer jetzt den Kanal schon länger kennt oder schon mal das eine oder andere Video von mir gesehen hat oder drüber gestolpert ist, kennt vielleicht ein Video, was auch um diese Jahreszeit ungefähr von mir entstanden ist, aber letztes Jahr, glaube ich, das zweite Video auf meinem Kanal gewesen, in dem ich schon mal über ein Tsingbao-Set geredet hatte. Das war damals ein Humvee. Das Video hat einen ziemlich reißerischen Titel und ich muss sagen, die Qualität davon ist ziemlich schlecht. Das ist logisch, das war noch das alte Mikrofon, die alte Kamera. Ich hatte noch nichts mit YouTube in irgendeiner Form am Hut. Ich habe geredet, als wäre ich bald eingeschlafen. Guckt euch das Video am besten nicht an. Das war bisher einer der wenigen Kontakte, die ich mit Tsingbao-Sets hatte. Und deshalb gehe ich an Tsingbao-Sets oft mit einem sehr gemischten Gefühl ran.
Bei diesem Set ist auch die Steinequalität wirklich in Ordnung. Also von der Farbtreue her kann man da gar nicht meckern. Die sehen wirklich, wirklich ordentlich aus. Wir haben auch Drucke dabei. Das sind keine Aufkleber, die ihr gerade abblicken konntet. Also wir haben zum Beispiel hier hinten den Druck dabei. Und das hier ist alles bedruckt. Wir haben bloß ein kleines Problem bei den Drucken. Der Übergang der Drucke über die Fliesen ist nicht der schönste. Und die haben halt einen relativ großen Absatz und einen relativ großen Höhenunterschied. Das ist aber jetzt vergleichsweise meckern auf einem hohen Niveau, weil wären das Sticker gewesen, würde es wahrscheinlich genauso aussehen. Wie gesagt, ich bin nicht der begnadetste Stickerkleber. Aber warum ich mich wie ein kleines Kind freue, ist, dass die Steinequalität, wie gesagt, diesmal auch vom Bauen her sehr gut ist. Es ist kein Baugefühl wie von Lego. Also da würde ich sagen, sind wir schon noch ein ganzes Stück weit entfernt. Es ist auch kein so gutes Baugefühl wie zum Beispiel mit einem Kurbistein. Aber generell macht der Bau damit auf jeden Fall trotzdem Spaß. Und auch das, was hier so an technischen Lösungen drin ist, gefällt mir bisher sehr gut. Also bisher sind tatsächlich keine Spuren von Gummibändern, die die Federung irgendwie machen. Da bin ich mal gespannt, ob sowas noch kommt. Aber die Lösungen, wie die Beweglichkeit in dem ganzen Teil bisher gemacht wurde, gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Am besten erkläre ich euch das mal hier an der Lenkung, weil auch die Beweglichkeit zwischen der Ladefläche und vorne dem Fahrerhaus ist ähnlich gemacht. Und zwar haben wir solche Kugelköpfe, die wir jeweils eben an beiden Seiten haben. Und diese Kugelköpfe werden mit diesen Stangen hier verbunden. Damit sind die Köpfe ja beweglich gelagert und die können sich eben mitdrehen. Und genau dieselbe Konstruktion haben wir hier. Die ist hier jetzt schon zugebaut und dann eben diese Achse und die Achse geht hier einfach nur in eine Pinaufnahme rein. Das heißt, die ist da beweglich gelagert und die Gelenke drehen sich da eben mit. Und das Coole ist, mit dieser Lösung ist das alles halt sehr stabil. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, das fällt bald auseinander, obwohl das hier so ein bisschen rumwobbelt, sondern man merkt halt, okay, das ist eine Funktion und das soll so sein. Und hätten wir nur die Achse gehabt, die in die Pinaufnahme geht, dann wäre das doof geworden, das sage ich euch gleich, weil das hätte niemals die Stabilität gegeben, wie es eben jetzt durch diese Verbindungen gemacht wurde. Und das ist wirklich bisher ein großer Daumen nach oben und ich habe sehr viel Spaß mit dem Set, obwohl es ja jetzt nichts hochgradig Kompliziertes ist. Aber das ist genau das, was ich an Klemmbaustein liebe. Mit simplen Methoden coole Lösungen für Probleme finden. Genau deshalb sind wir hier und ich würde sagen, ich baue das gute Stück jetzt auf jeden Fall fertig. Jetzt geht's noch zur Fahrerkabine und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und fertig ist der Singbao XB03026, der absolute Nicht-Unimog. Und ich würde sagen, lasst uns doch als erstes mal über die Funktion von diesem Set reden. Natürlich können wir die Türen öffnen. Das ist jetzt keine weltbewegende Funktion, aber schön, dass es mit dabei ist. Auch können wir hier oben die Luke öffnen und eben ins Führerhaus reinschauen und eventuell auch Figuren reinsetzen. Ebenfalls können wir hier diese Box öffnen, wo man eben was reintun könnte. Dann haben wir eben natürlich die Federung, einmal vorne beim Führerhaus und eben hinten bei der Ladefläche. Ebenfalls haben wir eine Lenkung, aber leider eben keine Hand-of-God-Steuerung, was diesem Set auf jeden Fall nochmal geholfen hätte. Und dann kann es natürlich fahren und das kann es wirklich eigentlich recht gut. Wie gesagt, eine Hand-of-God-Steuerung wäre cool gewesen, aber ich finde auch die Reifen wirklich sehr schön und passend zu so einem kleinen Unimog-Modell. Nur leider haben wir ein Problem bei der Hauptfunktion des Sets und zwar bei der Federung. Und da war ich ja ein riesen Fan beim Bau. Aber wir haben ein Problem und zwar funktioniert sie am Ende nicht tadellos. Weil, wir können ja mal einfedern, dann seht ihr, die eine Seite hier kommt wieder hoch und die andere Seite bleibt stecken. Und dann muss man hier mit Kraft nachhelfen, dass eben dieses Rausfedern wieder funktioniert, was eben bei dieser Seite hier ordentlich funktioniert. Das ist wirklich sehr, sehr schade und ich habe auch als erstes gedacht, ich habe da einen Fehler beim Bau gemacht. Habe nochmal nachgebaut, es ist aber genauso geblieben. Dann habe ich mit einem Fan gesprochen, der hatte leider bei diesem Set ein sehr ähnliches Problem. Bei ihm ist es nicht genauso schwer ausgeprägt wie bei mir, aber bei ihm ist es so, dass eben kurz stecken bleibt, auch auf der linken Seite und dann erst sprunghaft wieder ausfedert. Und das ist sehr schade, weil diese Flexibilität vom Führerhaus, die wir haben und diese Federung passt eigentlich wirklich super zu einem Unimog und ist wirklich die perfekte Federung für so ein kleines Unimog-Modell. Aber leider ist es hier dann eben in der Idee besser als im gebauten Zustand. Das Aussehen gefällt mir trotzdem sehr gut. Wir haben halt leider keine Lizenz. Aber trotzdem finde ich, ist so ein Unimog in Anführungsstrichen sehr gut getroffen und ebenfalls ist alles, was ihr hier seht, geprintet. Hier vorne haben wir Prints, das ist ein Print, das ist ein Print, dieser Nicht-Mercedes-Stern ist ein Print. Diese Seiten hier sind alle geprintet und die sind auch wirklich in einer ordentlichen Qualität. Der Bau hat trotzdem Spaß gemacht, das habt ihr ja schon gesehen und ich finde trotzdem die Unterkonstruktion wirklich sehr gelungen, auch wenn es eben leider diesen Fehler in der Federung dann am Ende gibt.
Die Steinequalität ist nicht das Beste, was auf dem Markt ist, aber wirklich ganz gut. Es ist so eine typische Xingbao-Qualität und die reicht für diesen Bau auf jeden Fall aus. Ebenfalls schön, wir hatten auch bei diesem Bau hier keine Fehlteile dabei, was ich bei Xingbao ja auch schon erlebt habe. Aber wir haben eben auch keine Ersatzteile dabei, also das ist wirklich 1 zu 1 abgezählt. Als Fazit muss ich sagen, dieses Set hat am Anfang des Baus extrem viel Spaß gemacht, hat super gute Ideen und lässt dann aber mit der Zeit im Bau etwas nach, weil dann eben die Fehler und die unausgereiften Funktionen eben doch zum Tragen kommen. Trotzdem finde ich, man kann dieses Set gerne mal kaufen für diesen Preis, es ist nicht zu teuer und man kann damit auf jeden Fall trotzdem Spaß haben und vielleicht ein bisschen rumtüfteln, wie die Federung dann am Ende nochmal besser funktioniert. Und das Grundprinzip, wie diese Unterkonstruktion gestaltet ist, finde ich ja wie gesagt trotzdem noch super cool und vielleicht auch für das ein oder andere Mock zu gebrauchen. Dementsprechend, wenn ihr dieses Set mal rabattiert bekommt, könnt ihr da gerne zuschlagen und es ist immer noch ein in Ordnung Set. Es ist kein hervorragendes Set, wie ich es am Anfang gedacht habe, aber es ist wirklich in Ordnung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren. Und natürlich könnt ihr auch wie immer gerne ein Abo und ein Like da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.